Anlässlich der Grünen Woche in Berlin hat die Initiative Wir machen euch satt in diesem Jahr zur bundesweiten Aktion Deutschland blüht auf aufgerufen. Im Mittelpunkt der Aktion soll der Dialog mit den Verbrauchern stehen, wie hier in der Innenstadt von Beckum. Gleichzeitig sind Landwirte in ganz Deutschland aufgerufen, in dieser Saison verstärkt Blühflächen auszusehen, um ein sichtbares Zeichen zu setzen, dass den Bauern der Schutz der Natur besonders am Herzen liegt. Von den Ortslandwirten und Vertretern der Imkerei wollte ich wissen, wieso es dieses Jahr keine große Schlepperdemo gibt wie 2017 in Beckum. Ja gut, der Schlepperkorso war ja im letzten Jahr eigentlich eine einmalige Angelegenheit, die wir hier im Kreis Warndorf organisiert haben. Und in diesem Jahr haben wir uns gesagt, vor dem Hintergrund, dass das Insektensterben natürlich entsprechend groß thematisiert worden ist, dann nehmen wir uns das zum Motto und beziehen dann hier in Beckum auf dem Marktplatz bei den Beckumer Bürgern dann eben Stellung. Und aus diesem Grunde haben wir uns beispielsweise auch die Imker mit ins Boot geholt, die uns dann auch, so haben wir ganz ehrlich, den Rücken ein bisschen frei halten können. Denn ich glaube, wir arbeiten hier mit den Imkern hier in Beckum sehr gut zusammen. Und das soll auch so bleiben, damit natürlich die Bienen auch einige Vorteile von uns haben. Verteilen wir hier die Blühmischungen, die wir uns besorgt haben. Und dann kann hier jeder in Beckum zeigen, dass er auch für die Bienen einsteht. Also das ist schon der Schwerpunkt Ihrer Aktion heute, ja. Die Bienenweide und das... Insgesamt ist das ja auch so, dass die Aktion, die im Prinzip in Berlin gelaufen ist, dies Jahr auch anders läuft. Der Herr Holtkötter von Altenberge hat ja dies Jahr auch gesagt, okay, wir wollen mal jetzt an den Verbraucher direkt rangehen und nicht mal diese Großdemo in Berlin machen. Deswegen auch halt eben hier bei uns haben wir gesagt, wir wollen direkt mit dem Verbraucher ins Gespräch kommen. Und wie können wir nicht besser mit ihm ins Gespräch kommen, wenn wir auch das, was wir präsentieren, auch anbieten. Und dadurch haben wir halt eben auch so diese Blühmischung und das Ganze, um halt eben so die Landschaft insgesamt interessant zu machen für die Insekten. Jetzt findet ja in diesen Minuten am Potsdamer Platz die Demonstration Wir haben es satt statt, den Kritikern. Und die werfen Ihnen und dem Bauernverband natürlich jetzt vor, dass das gescheitert ist in den vergangenen Jahren und der Verband im Grunde einen Rückzug macht. Was würden Sie denen jetzt antworten? Ich glaube, genau das, was wir hier machen, ist kein Rückzug, das ist ein Angriff. Mhm. Angriff gegen diese Leute, die uns einfach vorwerfen, wir würden der Natur schaden, wir würden nur alles kaputt machen. Aber ich glaube, das kann man auch ganz einfach auf eine Bevölkerungsschicht, die gerade noch 1,5% insgesamt ausmachen, recht gut abwälzen. Und die Probleme, die in der Gesellschaft allgemein sind, eben auf uns abwälzen. Das ist nicht fair. Wie ist so Ihr Fazit jetzt im Moment? Was sind die Fragen der Bürger, die auf Sie zukommen? Ist Glyphosat das große Thema vielleicht gerade oder das Tierwohl? Das ist hier in der Innenstadt ein Randthema. Wir stehen einfach für das Miteinander mit der Bevölkerung, Landwirte, Imker, wir halten zusammen. Also kam jetzt noch nicht große Kritik auf Sie zu hier, dass... Kritik gar nicht, ist eher mehr Anfragen. Ja. Ja. Natürlich kommt die eine oder andere kritische Frage, aber die versuchen wir dann auch entsprechend sachlich fundiert zu beantworten. Wir haben entsprechend Informationsmaterial dabei und ich glaube, da sind wir auf einem ganz guten Weg. Ja. Sie sprachen die Bienenweiden an, gibt es hier in der Gegend Landwirte, die da entsprechend schon ausgesät haben oder dies Jahr vorhaben? Also wir haben hier in Beckum überhaupt in den letzten Jahren schon sehr, sehr viele Blühstreifen angelegt, beispielsweise an den Grabenrändern. Oder wir haben auch Vorzeigebetriebe, wie beispielsweise Stuttgart oder Tentrup, die wirklich im großen Maße in dem Bereich arbeiten und auch sehr erfolgreich arbeiten. Das sieht man beispielsweise hier auf unseren Plakaten. Ja. Also da sind wir, glaube ich, in Beckum ganz gut dabei. Und von den Ortsverbänden aus motivieren wir natürlich auch unsere Mitglieder, damit die auch entsprechend, ich sag mal, Farbe in die Landschaft bringen. Das kann für uns nur eine Imagepflege sein und da arbeiten. Ja. Was vielleicht dazu zu sagen, dass einfach das Anlegen von Blühstreifen und sowas oder Umwandeln von Uferrandstreifen auf Blühstreifen durch die Agrarreform teilweise noch recht schwer gemacht wird. Dass einfach auch da in dem Bereich das Ganze gelockert werden muss, dass man auch vielleicht doch mal schon mal eher was verändern kann und das wäre, sagen wir mal, auf der Linie oder auf der Landesebene schon ganz wichtig, dass das auf uns zukommt. Dann wären wir auch noch glaubhafter. Das Problem an der ganzen Sache ist ja, dass wir alles auf den Zentimeter genau bearbeiten müssen und angeben müssen. Ja? Wenn ich beispielsweise am Graben einen Blühstreifen anlege oder einen Ackerrandstreifen, Uferrandstreifen, wie auch immer man es nennen will, ja, dann kann es nicht sein, dass es mir hinterher krumm genommen wird
egal ob ich 10 cm zu viel oder 10 cm zu wenig anbaue, letzten Endes muss der gute Wille auch mal ein wenig anerkannt und belohnt werden und nicht, wie gesagt, auf Zentimeter genau abrechnen und dann hinterher kommt die dicke Keule. Das ist Mist. Dann vielen Dank und ich wünsche noch einen erfolgreichen Tag. Ja, danke schön.